So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Freitag, den 10. Dezember 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich die jüngsten Ereignisse einordnen. Die Kommentare eines gewissen Joe Biden, aktueller US-Präsident, der gestern erstaunlicherweise eine Andeutung machte im Hinblick auf die heute anstehenden Inflationszahlen, die nichts Gutes verheißen oder auf der Kehrseite das Potenzial beinhalten, einen sehr, sehr starken Wochenschluss tatsächlich nach sich zu ziehen, in US-Equities an allen voran, aber eventuell dann auch natürlich übergreifend in Anführungsstrichen oder ausstrahlend auf unseren DAX. Da wollen wir einen Blick drauf werfen. War gestern ziemlich, wie gesagt, überraschend, ehrlich gesagt, dass sich Joe Biden diesbezüglich äußert. Also nicht, dass wir das nicht von vorherigen US-Präsidenten auch schon zu hören bekommen hätten. Nur war da der Aufschrei in Bezug eben beispielsweise auf die Ankündigung, dass die Arbeitsmarktzahlen sehr stark sind oder würden. So, und der US-Präsident sich dort zu Wort meldete, irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, ein wenig aufgeregter, sagen wir mal. Ja, das war aber auch ein anderer US-Präsident, bei dem am aktuellen scheinen einige Dinge nicht ganz so skeptisch hinterfragt zu werden. Nun gut, also das ganz kurz zur Einleitung. Da werfen wir natürlich einen Blick drauf. Wir werfen einen Blick auch auf Oracle, ganz besonders. Einzeltitel, die heute ganz interessant sein könnte, steht vor einem Ausbruch auf neue Allzeithochs, nach gestern sehr, sehr starken Earnings, die wir zu sehen bekommen haben, sollte sich übergeordnet das Marktumfeld freundlich präsentieren, könnte das ein sehr stark bullischer Treiber nochmal sein. Gold underperformant tatsächlich, weiter underperformed und mal schauen, ob es heute denn dann zu einem Push über die 1800er Marke eben reicht. Gestern Hauptgrund war mit Sicherheit auch dieser Ausblick auf eine anziehende Inflation und zeitgleich eben sich weiterhin auf hohem Niveau stabilisierende US-Zinsen, die dann eher zunächst jedenfalls kurzfristig als Gegenwind für Edelmetalle wirken. Und ja, soweit zur Einführung. Also, wir werfen einen Blick, bevor wir offiziell starten, hier auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil lade man sich zunächst eine Demo bei markets.com/de herunter. Schaue, ob der Handel sich für einen eignet. Wenn man dann diese Frage für sich mit Ja beantworten kann, ist auch der Weg zum Live-Konto dort durchaus schnell gemacht. Wir haben neben CFDs und FX-Produkten bei Markets es auch zum Beispiel zu tun mit beispielsweise dem Handel oder der Möglichkeit, physische Aktien zu handeln, ETFs physischer Natur zu handeln. Schaut gerne auf die Webseite für weitere Informationen. Schickt gerne Elena eine E-Mail. Hier im Zusammenhang mit den Marktbetrachtungen kontaktiert mich gerne, entweder direkt während der Chatbox jetzt im Livestream oder aber unterhalb des Videos in der Chatbox mit entsprechenden Fragen. Kontaktiert mich gerne über meine Webseite jk-trading.com/forum. Meine E-Mail-Adresse ist dann jklatt@jk-trading.com und Twitter ist natürlich auch eine Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Was haben wir noch? Twitter, Video, Chatbox, Discord-Community. Discord-Community natürlich in diesem Zusammenhang auch erwähnenswert. Ja, also diverse Möglichkeiten hier zusammenzufinden. Wir switchen einmal rüber auf den DAX bzw. auf die Märkte. Ich räume mal ganz kurz hier im Hintergrund ein bisschen auf, schaue, ob das alles gut gestreamt wird. Das sollte allerdings kein Problem darstellen. Heute gibt es eine kleine Besonderheit. Die Besonderheit ist dahingehend, dass das Morning Meeting heute kürzer ausfallen wird. Also ich habe heute einen Termin. Sprich, um 11.15 Uhr würde ich hier das Ende einleiten. Normalerweise 11.30 Uhr machen wir eine Viertelstunde vorher Schluss. Wenn ihr also Fragen habt, dringende Fragen habt, Fragen, die euch unter den Nägeln brennen, dann lasst mich bitte die frühzeitig wissen. Nicht, dass ich hier keine Möglichkeit mehr habe, die dann entsprechend live zu beantworten. Ja, hier wird alles gut gestreamt. Das sieht sehr, sehr schön aus. Wunderbar. Dann starten wir mal durch mit dem DAX. Also, gestern Abschläge zu sehen bekommen, die sich nochmal beschleunigten in den Abend hinein. Es war jetzt nicht dramatisch, das muss man dazu sagen. Also wir pendelten um die 15.600er Marke. Wir stießen uns allerdings nicht deutlicher von diesem Level ab. Also morgens zum Morning Meeting hier, da erinnert euch dran, hatten wir die erste Attacke zu sehen bekommen. Der Bruch tiefer erfolgte dann in den Abend hinein, marginal tiefer. Wir rollten jetzt auch dann über die asiatischen Märkte so ein wenig über. Und das wurde hauptsächlich getragen durch entsprechende Kommentare seitens Joe Bidens gestern. Also in Bezug auf den DAX hat sich im Großen und Ganzen das Bild nicht so dramatisch eingetrübt. Wirklich, oder ja, auch das hört sich jetzt dramatisch an, also es ist, also ein
stärkeren Abgabedruck zunächst, möchte man mal sagen, haben besonders Tech-Titel gesehen. In dem Zusammenhang beispielsweise eben der Nasdaq oder Tech-Titel, die jüngst sehr solide performt haben, beispielsweise auch Tesla, wobei Tesla nochmal ein bisschen gesondert betrachtet werden musste. Da sind über Nacht News über den Ticker gelaufen, wonach hier Elon Musk als CEO wohl Spekulationen losgetreten hat, dass er zeitnah sich zurückziehen könnte. Das ist natürlich für ein Unternehmen, welches direkt verbunden ist mit dieser Person, ähnlich wie damals auch Steve Jobs beispielsweise im Hinblick auf Apple, ist das natürlich durchaus eine besorgniserregende Entwicklung, weil er als der Visionär hinter dem Produkt Tesla bzw. SpaceX dann auch entsprechend gesehen wird. Aber nichtsdestotrotz, auch Tesla hat gestern noch, bevor diese News über den Ticker lief, entsprechend Abgabedruck gesehen, glaube ich 6% verloren, wir drifteten nochmal in Richtung der 1000er Marke, aktuell gappen wir potenziell unter dieses Niveau. Zur heutigen Markteröffnung, das zeichnet sich jedenfalls ab. Aber wie gesagt, der DAX, der konnte sich alles in allem noch relativ stabil präsentieren, die technisch herausgestellten Level gestern, als wir unter die 15.700er Marke rollten, sind weiterhin aktiv. Also sprich die 15.600er Marke, die wir jetzt kurzzeitig unterschritten haben, dann kam eben über den asiatischen Handel Abgabedruck auf und heute früh gegen 8 handelten wir bereits im Bereich um 15.500 Punkte. Das war das nächste anzuvisierende Ziel. Ich persönlich bin etwas überrascht, ehrlich gesagt, dass wir eine solch tiefe Korrektur nach den Aufschlägen eben am Dienstag ganz besonders hier zu sehen bekommen, aber schlussendlich so sei es einfach, das ist jetzt das Key-Level. Was ich mir aber vorstellen kann, ist in der Tat, dass wir uns gegen diesen Bereich stärker abstoßen. Also es gibt zwei Möglichkeiten natürlich. Also einmal dieses stärker abstoßende Szenario, das ist das, was ich favorisiere, ehrlich gesprochen, wobei vieles davon natürlich abhängt, ob ich mit meiner Spekulation im Hinblick auf die heute anstehenden Inflationszahlen aus den USA richtig liege. Denn sollten die wirklich über der Erwartung reinkommen, dann besteht hier nochmal das Risiko, dass es zu einem kurzen Flash in Richtung der 15.500 kommt, vielleicht wir diesen Bereich sogar unterschreiten und dass wir dann sogar Abschläge bis 450 bis 400 Punkte, also 15.450, 15.400 Punkte eventuell zu sehen bekommen, was aber auch nichts anderes wäre als ein Retest dieser Ausbruchregion hier, wo wir den Ausbruch auf den Weg gebracht haben, eben am Dienstag, als dieser starke bullische Drive sich dann eben herauskristallisierte. Allerdings, wie gesagt, das Abschlagspotenzial schätze ich anders als das bullische Potenzial als eher begrenzt ein, nach diesen Kommentaren eben von Joe Biden gestern. Hier nochmal ganz kurz der Blick auf den Tech-Bereich, der wie gesagt gestern tiefere Korrektur nochmal gesehen hat, tiefer Intraday. Also wir wollen das nicht überbewerten. Wir toppten aus, das war gestern ziemlich genau zur US-Markteröffnung. Also kurze Bullishness hat man gesehen, 16.400 Punkte und dann bis in den Abend hinein haben wir hier nahezu 300 Punkte fast abgegeben. Also fast 2% sind wir unter Druck geraten an dieser Stelle. Können uns jetzt so ein bisschen gegen diesen Bereich stabilisieren. Hier oben können wir sehen, auf rechts, da haben wir den Stundenchart, entsprechend eine insgesamt choppige Tendenz. Die 16.400er Region, die hier korrespondiert, ähnlich wie die 4.700 im S&P. Das könnte man nämlich auch als Grund heranführen. Wo wir jetzt allerdings, erinnert euch dran, wir holen nochmal ganz kurz ein bisschen weiter aus. Ich hatte gestern im Zusammenhang besonders mit dem S&P die 4.700er Marke herausgestellt und hier das Open Interest, was auf die 4.700er Marke geschrieben ist, mit dem nächste Woche Freitag anstehenden Verfall, dem großen Verfall. Und in diesem Zusammenhang stellte sich die Frage nach einem bullischen Treiber oder fundamentalen Trigger, der in der Lage ist, dieses Level rauszunehmen. Und wir hatten in dem Zusammenhang natürlich folgerichtig mit der anstehenden FED-Notenbankentscheidung nächste Woche am Mittwoch, hatten wir natürlich diese herausgestellt. Ich hatte gesagt, nach Inflationszahlen mal gucken, das könnte durchaus brisant werden, aber Haupttrigger dürfte wahrscheinlich eher die FED-Sitzung sein. Ja, das hat sich gestern potenziell geändert mit diesen Kommentaren von Joe Biden. Wie gesagt, wir schauen da gleich drauf. Ähnliches gilt auch hier im Hinblick auf den E-Mini, Nasdaq in dem Fall, den NQ an der Stelle, den Nasdaq Future. Sollten wir die 16.4 brechen, dann wäre denkbar, dass wir zügig in Richtung neuer Allzeithochs uns aufmachen. Dass wir also hier einen bullischen Breakout eben vorweg sehen könnten. Ich habe jetzt nicht, aber das machen wir jetzt mal an der Stelle, warum eigentlich nicht? Ich habe jetzt nicht geschaut, ob dieser Bereich um 16.4 im Hinblick auf das Open Interest beim S&P auch eine derart gewichtige Rolle, wie die 4.7 im Nasdaq, ähnlich wie die 4.7 im S&P eben spielt. Gucken wir ganz kurz hier, Nasdaq, da ist er. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis die Seite hier sich aufgebaut hat.
hoffe ich jedenfalls. Ja, da ist er. Und dann machen wir Folgendes, und zwar nehmen wir mal hier diese Autoskalierung raus. So, und dann haben wir auch einen entsprechenden Überblick. Obwohl, zeigt sich hier noch nicht. 16,2. Erstaunlich, ehrlich gesagt. Wenn wir uns das derzeitige, den derzeitigen Bereich anschauen, in dem wir jetzt hier handeln, dass die 16,4 tatsächlich fällt gar nicht auf. Also das heißt, aus optionstechnischer Perspektive spielt die hier nicht so eine ganz gewichtige Rolle. Das ist sowieso ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also den E-Mini S&P, den ziehe ich gerne heran, weil der ein Haupthandelsvehikel auch für den institutionellen Handel dann eben ist, neben dem Spider ETF an dieser Stelle. Während eben der Nasdaq Future, auch der Dow Future, da wäre ich so ein bisschen, also nicht, dass die nicht aktiv gehandelt würden, nicht, dass wir uns missverstehen, aber mein Haupthandelsvehikel ist der S&P an der Stelle, beziehungsweise auch des institutionellen Handels, der sich da ganz besonders eben fokussiert, Specs, Hedging und dergleichen. Demnach, wie gesagt, ich hätte, also es wäre jetzt nicht überraschend gekommen, wenn wir hier im Bereich eben um die 16,4 ein erhöhtes Open Interest zu sehen bekommen hätten, welches herausragt. Aber in dieser Konstellation aus rein technischer Perspektive auf jeden Fall ist der Bereich herausragend. Nochmal ergänzt hier zu 4,7 in Bezug auf den S&P kommt eben noch das Open Interest geschriebener Calls und darüber dann die 4750er Region. So, wir machen es aber komplexer, als es tatsächlich sein muss. Wie gesagt, also wir haben gestern dieses Überrollen gesehen, diesen Abgabedruck, der aufgekommen ist auf breiter Front, der den DAX eben dann hat auch sich nicht deutlicher abstoßen lassen gegen die 15,6 und der Haupttreiber dafür waren eben die gestrigen Kommentare eines gewissen Joe Biden. Der sagte nämlich, dass die heute anstehenden US-Inflationsdaten will not reflect recent drop in some prices, including energy. Erinnert euch dran, wir hatten ja durch den Preisdruck, der sich aufgebaut hat, zum Beispiel in, ich nehme mal hier Natgas, Moment, Natural Gas, so, haben wir tatsächlich schon auf, das ist noch besser. Müssen wir gar nicht reinholen, wo haben wir es? Na, wo ist es denn? Salesforce, Zoom, da ist Natural Gas. So, also wir haben einen sehr dramatischen Bruch hier auf der Unterseite zu sehen bekommen, unter die 480er Marke. Also ich hatte ja gegen diesen Bereich auch durchaus ein bullisches Szenario eben skizziert gehabt. Und dann kam jetzt allerdings der Bruch hier zustande und wir haben eben hier einen Bruch tiefer zu sehen bekommen mit einem Retest dann an der Stelle der 200-Tage-Linie, die sogar stattgefunden hat. Ich denke, es war legitim, gegen diesen Bereich sich long zu positionieren und wir sehen allerdings an der Stelle eben auch, wenn die Trendlinie gebrochen wird, dann willst du nicht mehr long sein, weswegen eben dann ein enger Stop an dieser Stelle sich durchaus angeboten hat. Und genau dieser Drop, auf den wir hier die Referenzierung von Biden sehen, ist eben jener, weil auf den Weg gebracht Ende November, also das heißt diese massiven Abschläge, diese tiefere Korrektur, und das gilt jetzt hier ja nicht nur im Bereich Natgas, das gilt auch beispielsweise im Bereich, fahren wir ein bisschen hoch, wo haben wir denn jetzt hier Crude Oil, Spot Crude da, das gilt ja auch hier zum Beispiel für Spot Crude, da haben wir ja ebenfalls durch die damals aufkommende Omikron-Variante und dergleichen Sorgen, dass in diesem Zusammenhang wieder dann es hier zu Abnahmeschwierigkeiten kommt, dass es zu einem Erliegen der Wirtschaft kommt. Wir hatten ja in diesem Zusammenhang auch entsprechende mediale Berichterstattung, auch Politiker, die sich in die Richtung äußerten, um Gottes Willen, was ist denn, wenn die Omikron-Variante so schlimm ist und die Ereignisse, die uns jetzt bevorstehen, ähnlich jenen wären wie im März 2020 und so weiter. Und wir haben in dieser Konstellation dann eben auch Energiepreise ganz besonders und hier WTI eben unter Druck gesehen und diesen Drop, aber es war eben Ende November. Und die Daten, die wir hier heranziehen, die heute veröffentlicht werden um 14.30 Uhr, die sind zwar für den Monat November, aber nichtsdestotrotz in der letzten Woche bzw. in den letzten Tagen des Monats logischerweise und demnach reflektieren dieser Drop es eben auch nicht. Also, was Biden hier im übertragenen Sinne macht, ist, er gibt jetzt schon eine Idee, was wir gestern schon skizziert hatten. Erinnert euch daran, ich hatte gesagt, also ich wäre nicht überrascht, wenn diese Inflationszahlen, die heute anstehen, hier über 7% year on year ausgegeben werden. Wir hatten einen Konsens gestern schon zum Thema gemacht, 6,8, der von den befragten Analysten hier ausgegeben wird. Trading Economics, ausgehend von deren Modellen, ist schon bei 6,9%. Und ich hatte gestern schon gesagt, das ist ehrlich gesprochen sehr wahrscheinlich, dass wir oberhalb von 7% eine Veröffentlichung zu sehen bekommen. Einfach auch, weil es eine nicht nur psychologische Threshold ist, sondern auch, weil die darüber hinausgehenden Zahlen, die reinkommen, auch im Hinblick beispielsweise auf die
Job-Vacancies bzw. Job-Offerings, die Jones-Numbers zum Beispiel und entsprechend auch der Preissteigerungen, die man auf breiter Front beispielsweise im Bereich Lebensmittel zu sehen bekommt und so weiter, in Ergänzung zu den auch sehr stark gestiegenen Energiepreisen, dass das einfach mal in Kombination es wahrscheinlich werden lässt, dass man hier einen Print oberhalb von 7% sieht. Und diese Einschätzung, die ich gestern gegeben hatte, die wurde dann später im Abend eben durch die Äußerung von Joe Biden nochmal zusätzlich befeuert. Also Joe Biden hat hier relativ klar gesagt, wir sollten uns darauf einstellen, dass diese Zahlen, die wir heute veröffentlicht sehen, und wir dürfen davon ausgehen, dass der US-Präsident vorher informiert ist über diesen Print, dass der oberhalb dessen liegt, was der Markt aktuell selbst in seinen kühnsten Träumen in Anführungsstrichen nicht erwarten würde. Und dieser Hinweis ist natürlich jetzt äußerst brisant. Also er sorgte, er befeuert in Anführungsstrichen so ein bisschen den Abgabedruck, besonders im Tech-Bereich. Warum tut er das? Weil er zeitgleich zu anziehenden Zinsen führt, denn Marktteilnehmer wollen sich kompensiert sehen für eine anziehende Inflation. Spannenderweise, das ist etwas, das gilt allerdings hier herauszustellen, spannenderweise ist es so, dass wir gestern auf diese News jetzt keine super starke bullische Reaktion gesehen haben, sondern der Haupttreiber hier, das war besonders dann am Mittwoch war es. Da hatten wir entsprechend hier diese bullische Zinsentwicklung zu sehen bekommen. Gestern, da gab es einen kleinen Spike mal hier, da gab es, das war begünstigt durch diese Kommentare, aber das war alles in allem verhältnismäßig unspektakulär. Das waren 3 Basispunkte, was wir in 10-jährigen Zinsen zu sehen bekommen haben. Aber wenn man sich zeitgleich hier das FedWatch-Tool anschaut, also an der Stelle die Erwartung ganz besonders des Marktes im Hinblick auf die Zinsanhebung, die uns über das Jahr 2022 anstehen, dann kann man schon sehr deutlich ausmachen, dass diese Äußerungen einen eher restriktiveren geldpolitischen Kurs seitens der Fed wahrscheinlicher machen. Oder werden lassen. Wie mache ich das? Na, ich schaue mir einfach an, one day, also gestern früh entsprechend, gucke ich mir an, wo haben denn hier die Erwartungen des Marktes gelegen? Wir können auch eine Woche zurückgehen zum Beispiel, bevor diese Kommentare von Joe Biden gemacht worden sind. Und wir sehen zum Beispiel hier, aktuell liegt das Zinsniveau ja bei 0 bis 0,25%. Aktuell, das heißt also, hier haben wir aktuell zum Beispiel 3 Zinsschritte um jeweils 25 Basispunkte eingepreist mit einer Wahrscheinlichkeit von weit über 60%. Ja, 30 plus 23 sind schon mal 53, plus 10,7 sind 63, 64, wenn wir das aufrunden. Also das heißt, mit 2/3 Wahrscheinlichkeit haben wir hier entsprechend 3 Zinsschritte, die uns anstehen ab der zweiten Jahreshälfte 2022. Denn erst zunächst einmal ist es so, dass natürlich die Anleiheaufkäufe auf Null zurückgefahren werden. Das heißt, in diesen Taper, der jetzt stattfindet, wird eher keine Zinsanhebung sich herauskristallisieren. Und diese Wahrscheinlichkeit, die hat fortwährend Zulauf gesehen. Also das heißt, wir sehen eine deutliche Tendenz zum Beispiel, also hier auf 4 Zinsschritte beispielsweise. Vor einer Woche hatten wir hier noch Notierung um 16% plus natürlich alles, was darunter noch kommt, also etwas über 20%. Da sind wir jetzt tatsächlich bei über 35% mittlerweile angekommen. Und dieser restriktivere geldpolitische Kurs seitens der Fed als Ereignis oder als Reaktion auf eine weiter anziehende Inflation, der ist natürlich oder wird natürlich befeuert durch solche Kommentare des US-Präsidenten. Wenn der hergeht und sagt, nun ja, wir gehen jetzt davon aus, dass die Inflation, beziehungsweise die aktuellen Inflationszahlen reflektieren noch nicht den jüngsten Abverkauf im Rohstoffbereich beziehungsweise im Energiepreisbereich, lässt das darauf schließen, dass man eben hier offensichtlich hinter den Kulissen anfängt, so langsam kalte Füße zu bekommen, um es mal sehr plump zu formulieren, und dass man in diesem Zusammenhang eben tatsächlich einen restriktiveren geldpolitischen Kurs eben favorisieren sollte. Das gesagt jetzt, im Hinblick auf das, wie der Markt darauf reagiert hat, also besonders wie Tech-Titel an der Stelle eben tatsächlich reagiert haben, ich gucke mal jetzt ganz kurz, sieht gerade ein bisschen tricky aus hier mit dem Internet, kann das sein? Sieht gerade nicht so stabil aus. Hoffen wir mal, dass es stabil bleibt. Ich lasse das mal hier jetzt offen. Das hatten wir ja schon Anfang der Woche. Hat ja auch geschneit in Berlin. Ja, da muss man ja, da ist halt eventuell sind die Internetleitungen ja auch entsprechend betroffen davon. Ja, also hoffen wir mal, dass das hier weiter stabil bleibt mit dem Internet. Also zurückkommt, um den Gedanken final abzuschließen, sofern uns jetzt hier nicht gleich der Stream abreicht. Also diese Äußerung und dieser eher restriktive geldpolitische Kurs steht natürlich entgegen der Bullishness im Markt. Und jetzt kommt's, jetzt kommt genau meine Interpretation. Wenn wir jetzt allerdings heute überraschenderweise einen Print sehen, der diese
nicht dramatische Entwicklung, aber zumindest diese Kommentare von beiden nicht annähernd widerspiegelt. Also ein Print, der wie erwartet veröffentlicht wird, vielleicht unter der Erwartung liegt. Also nochmal, der Konsens, der liegt bei 6,8%. Wenn wir bei 6,7% uns wiederfinden, dann sehen wir einen Print, der zwar deutlich in dem Fall 5 Basispunkte oberhalb dessen liegt, an dieser Stelle, was wir hier, 50 Basispunkte natürlich, oberhalb dessen liegt, was wir im letzten Monat, im Oktober veröffentlicht gesehen haben, aber nichtsdestotrotz liegt er unterhalb dessen, was die Street erwartet. Und genau diese Einschätzung ist etwas, was dann dazu führen könnte, dass wenn die Inflation heute 14.30 Uhr im Bereich um die Erwartung oder aber unterhalb veröffentlicht wird, was aber immer noch oberhalb dessen des Vormonats liegen würde, dazu aber führt, dass der Markt realisiert, auch so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Wir haben jetzt eventuell mehr Inflationsdruck eingepreist, als es nötig war, und genau das könnte dann eine sehr stark bullische Reaktion eben tatsächlich triggern und dazu führen, zurückkommt eben hier an der Stelle auf den S&P und dann aber natürlich durch die Hintertür in Anführungsstrichen auch in Bezug auf den DAX, dass wir auf diesen jetzt erfolgten Retest der 4660er Region, der hier stattgefunden hat, gegen die wir aber zunächst einmal zumindest unter dünnem Volumen, aber hier einen potenziellen Boden finden, dass dieser Abstoß dann eventuell zu der sehr harten Attacke auf die 4700er Region eben führt und sogar einen Bruch höher initiieren könnte, der wiederum Absicherungsgeschäfte nach sich zieht. Kommen wir hier ganz kurz auf das Open Interest an der Stelle und gucken wir an der Stelle auf den E-Mini S&P, um das nochmal uns ins Gedächtnis zu rufen, der entsprechend Absicherungsgeschäfte aus optionstechnischer Sicht triggert, der dann sehr starken Lauf auch in den kommenden Tagen in Richtung der Allzeithochs schon vor der FED eben nach sich zieht. Also hier können wir sehen, das ist das höchste Open Interest geschriebener Calls in dem Fall auf den E-Mini S&P. Und wie gesagt, fundamentaler Trigger könnten jetzt Inflationszahlen sein, begünstigt, befeuert durch eben die gestrigen Kommentare von US-Präsident Biden. Jetzt könnte natürlich, und das ist das, was ich gerade initial auch so ein bisschen ketzerisch im Unterton habe mitschwingen lassen, ich denke nicht, dass ein US-Präsident sich dahingehend äußern sollte. Also das steht ihm einfach nicht zu. Er kann diese Information haben, aber das ist eine potenzielle Marktmanipulation, die hier stattfindet. So wurde es auch deklariert in Bezug auf beispielsweise Präsident Trump. Ich habe jetzt die weitere Berichterstattung in den US-Medien nicht verfolgt gestern, aber ich denke, das ist ein absolutes No-Go. Also das ist ein absolutes No-Go, was aber wiederum auch im Gesamtkontext natürlich passt und uns nicht überraschen sollte vor dem Hintergrund dessen, dass diverse Politiker sich mehr und mehr eben hier deutlich im Gegenwind gegenübersehen und ja, tatsächlich versuchen zu kaschieren wahrscheinlich, dass sie komplett die Kontrolle verloren haben. Und zwar nicht nur über die politische Stabilität in ihrem jeweiligen Land, sondern eventuell auch im Hinblick dann auf Inflation, die beginnt eben zu galoppieren und die eben dann sich nicht mehr einfangen lässt jetzt tatsächlich und wo dann entsprechende Maßnahmen hier ergriffen werden, auch rhetorische Spielchen gespielt werden, um eben den Markt vor schärferen Abschlägen beispielsweise zu bewahren beziehungsweise diesen einzudämmen. Denn das nächste, was du in dem Zusammenhang halt siehst, ist, dass der Markt natürlich auf solch einen Inflationsdruck dann beginnt eventuell nicht nur Abschläge zu sehen, sondern dass Marktteilnehmer auch beginnen an der Stelle eben Volatilität zum Beispiel zu kaufen. Da können wir mal einen Blick kurz drauf werfen, auf den VIX an der Stelle. Gestern zum Beispiel hier in den zweiten Abend hinein. Die Marktteilnehmer müssen nicht zwangsläufig gleich das zugrunde liegende Asset verkaufen oder in dem Fall den S&P. Sie können auch Versicherungen kaufen. Und während der Zinsmarkt, also 10-jährige Zinsen, jetzt nicht so eine starke Reaktion hatten, können wir hier deutlich sehen, vorgestern, knapp unter das 20er-Level gerutscht und sind dann gestern schon durch die leichten Abschläge, den einsetzenden Korrektur zurück über die 20 gelaufen, konsolidierten gegen das 20er-Level und dann in den Tagesschluss hinein, im Hinterkopf habend diese Kommentare von Joe Biden in Bezug auf die Inflation, haben Marktteilnehmer eben hier den VIX auf bis zu 22 Punkte hochgetrieben und haben im Endeffekt Nachfrage auf den Weg gebracht in Bezug auf Absicherung ihrer Portfolios. Also das bedeutet, die haben sich dahingehend abgesichert scheinbar, dass sie hier wohler in den Abend hineingekauft haben, weil sie eventuell erwarten, dass da heute ein Print kommt, der stärkeren Abgabedruck nach sich zieht. Aber alleine das wiederum reduziert das Abschlagspotenzial, weil du wirst oder du siehst an der Stelle, du ziehst daraus, dass der Markt nicht ganz auf dem falschen Fuß erwischt wird. Also so kann man diese Kommentare auch seitens dann eines US-Präsidenten verstehen. Da sagt jemand, gibt ihm einen Schein, einen Zettel in die Hand und sagt, das sollst du jetzt mal bitte vorlesen, damit wir so ein bisschen den Markt darauf vorbereiten, dass dann Überraschung kommen könnte, sodass wir nicht in den Wochenschluss hinein plötzlich einen Ausverkauf in den Aktienmärkten zu sehen bekommen. Das hört sich jetzt sehr plump an, aber so kann man es erreichen. Dadurch, dass du dann über den Optionsmarkt Absicherungsgeschäfte auf den Weg bringst und da ist diese Entwicklung hier
hier nicht so ganz überraschend. Es ist nicht dramatisch, aber es ist durchaus etwas, was wir im Hinterkopf behalten sollen. Und was nochmal im Rückschluss bedeutet, sobald diese Zahlen nicht wie vom Markt erwartet so veröffentlicht werden, wie Biden es irgendwie zwischen den Zeilen hier gestern andeutet, dann hat der Markt natürlich einen Grund, hier zuzugreifen und entsprechend diese vielleicht bereits laufende Jahresendrally zu befeuern. Und in Ergänzung mit dem Break in dem S&P über 4,7 ist dann auch im DAX, heißt es im übertragenen Sinne, Line los. Und es wäre entsprechend eben eine stark bullische Reaktion, deutlich zurück in Richtung der 15,7 beziehungsweise über vielleicht sogar das 15.700er Level zu erwarten. So meine Einschätzung, also ich persönlich muss sagen, es ist wahrscheinlich größtenteils eingepreist, besonders eine Überraschung auf der Unterseite ist definitiv bullisch für den Markt, so würde ich aktuell das Bild sehen. In solch einem Bereich, besonders wenn ich dann eben auch im Einzeltitelbereich mich positioniere, möchte ich natürlich an der Stelle möglichst relativ starken Titel haben, der dann auch das Potenzial hat, stark vielleicht auf der Oberseite einen Ausbruch zu sehen und starkes Momentum aufzunehmen und in dem übergeordnet bullischen Umfeld dann auch entsprechend zu performen. Oracle ist da ein perfekter Kandidat. Starke Aufwärtsstruktur, die wir schon seit geraumer Zeit hier herauskristallisiert sehen. Jüngst, das war noch Anfang Oktober, Allzeithochs markiert, knapp unterhalb der 100er-Marke. Und jetzt gestern sehr starke Earnings veröffentlicht, die uns bereits in der Vorbörse in diesem Bereich Allzeithoch laufen lassen und auch sehr, sehr schöne technische Level eben geben. Also wir sehen heute früh hier ein erster kurzer Drive über die 99. Das ist für mich heute ein Key-Level. Starker Opening Drive über die 99 und halten von Oracle oberhalb dieser Niveaus. Die Details zu den Earnings stelle ich in die Discord-Community. Also auch da schaut einfach da mal vorbei und guckt euch das an, auch mit entsprechendem Gameplan. Ich gehe jetzt hier einfach nur unabhängig von eben den Earnings einfach mal ganz kurz den Plan schon mal durch, den ich mir zurechtgelegt habe. Also 99 ist der Widerstand auf der Oberseite. Überwinden wir den gleich zur Eröffnung, kommt Nachfrage in den Markt rein und wir können uns oberhalb halten und oberhalb auch des volumengewichteten Durchschnittspreises. Dann ist Long ausgehend von einer engen Konsolidierung oder gegen VWAP auf jeden Fall eine ernstzunehmende Option. Und der Trade, der würde im Grunde genommen darauf abzielen, so lange gehalten zu werden, wie wir eine Umkehr eben der entsprechenden Sequenz des Charakters zu sehen bekommen. Oracle grundsätzlich, ich habe das hier mal bei Fenris vorbereitet, natürlich ein Big Name. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Klitsche, in Anführungsstrichen. Also Oracle ist ein Name. Und Oracle hat eine Marktkapitalisierung von 250 Milliarden, hat einen Shares Float hier von 1,59 Milliarden. Also das bedeutet, das ist zwar ein Kandidat für eine stark trendige Bewegung, aber wir sollten jetzt nicht erwarten, dass die Aktie in irgendeiner Form hier 25-30% oder sowas läuft. Also das sollte man ein bisschen im Hinterkopf halten. Das ist jetzt kein hochdynamischer Titel eben tatsächlich, so wie man das eben bei anderen High-Beta-Stocks kennt an dieser Stelle. Das ist das Erste. Wir können in dem Zusammenhang auch das relative Volumen erkennen. Das liegt ungefähr bei 10 Millionen Aktien. Wir können also erwarten, es ist ausreichend Liquidität vorhanden. Wir wollen allerdings auch in der Vorbörse nach Möglichkeit 1 Million Stücke mindestens gehandelt sehen, damit wir mindestens auf 10% des vorbörslichen Volumens kommen. Wenn wir uns hier mal kurz den Pre-Market-Screener anschauen, dann können wir sehen, Oracle ist da einer der Leader, ja, und hat derzeit auch schon bereits 24.000 Stücke gehandelt gesehen. Aber da muss noch ein bisschen was kommen tatsächlich. Also das ist durchaus etwas, das sollten wir hier in diesem Zusammenhang Erwähnung finden lassen. Wie gesagt, ist schon eine sehr starke Performance, ist ein Kandidat für weitere Bullishness. Zweites Szenario, ehrlich gesprochen mein favorisiertes Szenario, ist jenes, wo wir vielleicht durch eine Inflationswohler, so nennen wir sie jetzt mal, die 14.30 Uhr getriggert wird, vielleicht einen kurzen Flashout zu sehen bekommen zur Markteröffnung, wo wir dann in Richtung der 97er-Region verkauft werden, vielleicht sogar ein Stück weit tiefer auf die 96. Das sind Niveaus, das kann man hier auf dem 30-Minuten-Chart, glaube ich, ganz gut erkennen, besonders die 97. Das sind ehemalige stärkere Widerstandsniveaus, die sich hier im November herauskristallisiert haben. Also das ist mein potenzieller S2. Das wäre ein ganz interessanter Bereich, den bei einem Anlaufen gehalten ich als Long-Einstieg mir vorstellen könnte, der auch CRV-technisch sehr interessant ist. Denn die Aktie selber hat hier eine ATR von unter 2 Dollar. Also das bedeutet, wir kommen hier mit einem Risk rein zwischen 30 bis 40 Cent maximal in den Trade aus volatilitätstechnischer Perspektive und haben auf der Oberseite dann Potenzial auf einem psychologisch relevanten Bereich um eben die 100. Also das heißt, da könnte ein CRV deutlich größer als 5:1 sich herauskristallisieren und deswegen ist die Aktie ein potenziell sehr, sehr interessanter Kandidat eben für den heutigen Handelstag, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Ja, das also zu Oracle. Wir haben den DAX, wir haben den S&P, wir haben den Nasdaq, wir haben Tech generell. Wir können einen kurzen Blick werfen auf
Tesla. Das wird deswegen interessant, weil das auch technisch ein potenzieller Kandidat ist. Also gestern Abgabedruck gesehen, gleich vom Opening weg, 1050. Wir sind dann knapp 6% unter Druck geraten. Und hier, also ausgehend vom Schlusskurs, der lag sogar am Mittwochabend um 1065, haben wir entsprechend eben hier mehr als 6% verloren. Und jetzt in der Vorbörse handeln wir auch unterhalb dieses Niveaus. Tesla ist deswegen ein interessanter Kandidat, weil diese Meldung rund um Musk jetzt die Runde machte. Ich glaube nicht, dass er als CEO zurücktreten wird, ehrlich gesagt. Das ist allerdings nur ein Bauchgefühl erstmal. Was aus trading-technischer Perspektive hier interessant ist, dass wir nach der jüngsten Korrekturbewegung jetzt vielleicht einen potenziellen Doppelboden beginnen auszubilden. Deswegen ist diese jüngste Kursentwicklung durchaus interessant, weil wenn jetzt hier kein Follow-through stattfindet und Tesla in dem Fall unter 9050 rutscht an der Stelle, dann beginnt hier sich potenziell auf den untergeordneten Zeitebenen, auf 30-Minuten-Basis beispielsweise, ein höheres Tief herauszukristallisieren. Und das sollte man auch hier durchaus auf dem Schirm haben. Das könnte besonders vor dem Hintergrund, dass es einer der stärksten, der vielleicht sogar stärkste Growth-Titel auf der Street ist, dass viele Portfolio-Manager Tesla underweight sind. Das könnte man vielleicht sogar dann als Einstieg für eine Long-Position in Betracht ziehen. Das gilt eventuell ganz besonders, wenn wir uns deutlich zurück über die Tausender-Marke bewegen und dieses Level halten können. Also das ist ein Kandidat hier. Tesla ist an der Stelle für heute ein Kandidat, der durchaus von Interesse sein könnte, sofern hier, wie gesagt, kein Bruch tiefer der jüngst ausgebildeten Tiefs um 950 eben stattfindet. Darunter Abverkauf bis 900 denkbar. Aber nochmal, das setzt voraus, dass auch das übergeordnete Bild dann entsprechende Trigger eben findet, wie beispielsweise Inflationszahlen, die dann doch substanziell oberhalb von 7% zum Beispiel veröffentlicht werden, obwohl ich da noch nicht so ganz überzeugt von bin. Auch darauf gilt es natürlich dann entsprechend zu reagieren. Aber sollte es zu einer Rückeroberung und zu einem Schluss oberhalb von 1000 kommen, könnte Tesla das ebenfalls einen starken Jahresschluss eben begünstigen und eventuell sogar uns dann ziemlich zügig wieder zurück über 1100 US-Dollar die Aktie eben führen. So, das also für die Einzeltitel. Wir haben Oracle, wir haben Tesla. Ja, final noch ein Blick auf Gold. Da kann man erkennen, heute Nacht erneut stärkerer Abgabedruck. Ja, gestern eine verhaltene Performance natürlich, hoppala, die wir zu sehen bekommen haben, infolge eben dieser Kommentare der Entwicklung im Zinsmarkt und dergleichen. Mal schauen, ob heute die Inflationszahlen in der Lage sind, uns zurück über 1800 US-Dollar zu befördern. Was Gold hier überhaupt gar nicht schmecken würde in diesem Zusammenhang wäre, wenn jetzt dieses Bild, wie ich es skizziert habe, sich beginnt herauszukristallisieren, dass die Erwartungshaltung, dass die Inflation deutlich über der Erwartung veröffentlicht wird, also oberhalb von 7%, dass diese nicht bestätigt wird. Und dann in diesem Zusammenhang, dass nicht nur ein bullisches Umfeld für Equities generell nach sich ziehen dürfte, sondern eben dann auch in dem Zusammenhang einen stärkeren Ausverkauf in Gold nach sich zieht. Also in dem Zusammenhang wäre denkbar, dass Gold unter 1760 US-Dollar verkauft wird und vielleicht sogar noch gefühlt um 750, 740 vielleicht anläuft und dass wir hier einen doch signifikanteren Break tiefer unter diese Trendlinie zu sehen bekommen. Auf der Oberseite bleibt es dabei. 1800, 1810 ist das Key Level, das es zurückzuerobern gilt. Und ja, solange das nicht gelingt, sind wir mindestens neutral, ausgehend von der jüngeren Performance hier eher mit bärischer Tendenz. Das, was wir zunächst einmal sehen wollen würden, wäre, dass wir vielleicht auch schon vor den Inflationszahlen erstmal die gestrigen Tiefs zurückerobern, unterhalb denen wir uns jetzt hier konsolidieren zeigen. Wenn das nicht gelingt, dann ist das noch kein Beinbruch, aber zumindest mal schon mal so ein erster Grund, skeptisch zu werden und die Wahrscheinlichkeit erhöhend, dass wir eher nochmal weiteren Abgabedruck eben tatsächlich in Gold sehen. Nochmal begünstigt eben durch eine dann nicht wie erwartet stärker anziehende Inflation, die wir um 14:30 Uhr veröffentlicht sehen. So, ich gucke mal kurz in die Chatbox. Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich jetzt gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, wie sich der Bankensektor präsentiert hat. Gibt es da eine spezielle Bank, die du an der Stelle im Kopf hast? Also was wir machen könnten, wäre, wir könnten mal hier den XLF uns anschauen. Das ist der ETF auf den Financial Sector, als für US-Aktien an der Stelle. Der jüngst eine Korrektur gesehen hat. Ja.
Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt aktuellen Kausalzusammenhang gleich herstellen würde. Also grundsätzlich finde ich, ist der übergeordnete Bias erstmal weiter bullisch. Also wir handeln oberhalb der 200-Tage-Linie. Das ist diese gleitende Durchschnittslinie hier. Grundsätzlich sollte es natürlich sein, dass anziehende Zinsen dazu führen, dass Banken eher davon profitieren. Ja, also ich, wie gesagt, ich müsste jetzt erstmal mich ein bisschen in die Materie eindenken. Also grundsätzlich sehe ich das Bild noch nicht wirklich angeschlagen. Also wir haben sich halt, also ein dynamischer Breakout auf der Oberseite nach hier rausnehmen, auch dieser, ich weiß, wir hatten diese Region mal zum Thema gemacht, auf der Oberseite um 39, vor dem Hintergrund der jüngst eingeläuteten Earnings Season, dass ich sagte, vielleicht starke Earnings hier könnten den bullischen Breakout befeuern und haben Potenzial, uns bis 42 zu führen. Wir sind dann knapp über die 40 gelaufen, aber gegen diesen Bereich zuvor schon bereits ausgetoppt, also haben dieses projizierte Kursziel nicht erreicht. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht der stark dynamische Breakout, aber nichtsdestotrotz bleiben wir oberhalb mindestens der 200-Tage-Linie hier im XLF, also im ETF auf den Financial Sector, eben bleiben wir bullish. Also insofern, ich würde das nicht überbewerten, wenn wir jetzt kurzfristig mal auf anziehende Zinsen keine bullische Vorgaben, keine bullischen Vorgaben in Financial Institutions sehen, beziehungsweise in Banken ganz besonders. An Jürgen die Frage zum Bitcoin-COT. Ja, da gibt es eine Quelle, die kann ich dir ganz kurz hier mal einstellen. Und zwar ist die Webseite Barchart. Und du kannst hier oben über Futures den Commitment of Traders Report dir anschauen und hast dann hier bei den Financials wahrscheinlich den Bitcoin, CME Future, da. Also BT ist da das Kürzel. Also COT Bitcoin nenne ich das mal, ja. COT Bitcoin. So. Und noch ein finaler Blick auf den Euro-US-Dollar. So, genau, da werfen wir noch kurz einen Blick drauf. Also. Ich hatte, glaube ich, gestern ein bullisches Bild skizziert. Kann das sein? Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Mal kurz gucken. 9. Wir rollten über Long gegen die 13, glaube ich. Hatte ich gesagt, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, diesen Bereich hatten wir hier zum Thema gemacht. Ja, wir sind offensichtlich dann unter dieses Niveau gerutscht hier. Auch da rutschten wir also ja unter die 1,13. Konsolidierten auch unterhalb, haben es auch bis jetzt geschafft, nicht dieses Level zurückzuerobern. Ändert allerdings nur geringfügig etwas. Also zwar ist der Trade-Gedanke von gestern hier gestoppt worden, aber ich würde dennoch sagen, wir haben hier besonders vielleicht auch vor dem Hintergrund dieser leicht sich herausbildenden Aufwärtsstruktur, steigende Tiefs, eher einen bullischen Jahresausklang vor der Nase, auch wenn vielleicht der Lauf, den ich hier skizziert hatte gestern, besonders mit Rückeroberung der 1,1380, 1,14er Region bis 1,15 vielleicht, wahrscheinlich eher nichts wird, aber zumindest mal scheint eine Attacke nochmal auf die 1,14 denkbar. Und sofern wir diese Trendlinie hier halten können, die sich da herauskristallisiert mit einem engen Stop, der läge wahrscheinlich im Bereich so um 1,1230. Wir kommen dann mit kleinem Risk vielleicht von 20, 30 Pips in den Trade rein. Hätten wir dennoch ein attraktives CRV hier für einen Bounce, der darauf abzielt, dass wir eben entsprechend diese Saisonalität, diese bullische Saisonalität, die sich im Euro zum US-Dollar, also ausgehend von besonders aber US-Dollar-Schwäche eben herauskristallisiert, dass diese eben sich beginnt zu entfalten. So, ja, das wär's soweit meinerseits für heute gewesen. Dann muss ich jetzt tatsächlich das Morning Meeting zum Ende kommen lassen. Ich hoffe, dass das alles sauber gestreamt wurde bis hierhin. Also ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, bezüglich der Volatilität in meiner WLAN-Verbindung. Aber wenigstens haben wir noch Strom. Ja. Und wartet mal ab. Ich mache jetzt ja erstmal nur einen Spaß, aber ich befürchte ja, ich ahne ja Böses. Ich glaube, da steht uns noch was bevor in Bezug auf Energiekrise und Co. Aber wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Also erholt euch gut und wir hören uns wieder am Montag zum Morning Meeting 10.30 Uhr gemeinsam mit Markets. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst gerne ein Like hier, falls euch das Video gefallen hat. Und soweit meinerseits. Also, ich wünsche euch, wie gesagt, Happy Trading, schönes Wochenende, erholt euch gut. Montag hören wir uns wieder in alter Frische. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.